Hallo und herzlich willkommen zum 7. Teil von Metaphore Fantasio. Ich schätze mal so, ab dem 15. Part werde ich ungefähr das alles fehlerfrei aussprechen können. Und zwar nicht versprechen. Ich muss mich echt in den Arztteil gewöhnen, aber ich glaube, es ist soweit. Das ist also die Schattengasse. Klingt nach einem guten Ort, um sich vor suchenden Blicken zu verstecken. Aber wo ist das Gasthaus? Denkst du, wir sollten uns umhören? Natürlich jetzt nur für den Hauptcharakteren und wichtigen Sachen vorlesen, sonst. Das Spiel ist schon groß genug. Würde ich einfach mal, so wie ich gelesen habe, von daher. Sieh mich nicht an, verdammter Elder. Schade. Das ist auch ein Elder. Ja, die werden ja diskriminiert, die so menschlich aussehen oder normal. Wie er vielleicht menschliches Aussehen, der Rest ist ja, hat er irgendwelche Besonderheiten. Ja, doch, diskriminiert, weil sie menschlich aussehen. Das ist Gasthaus der flüsternden Honigbiene. Endlich ein Ort, an dem wir uns richtig ausruhen können. Außerdem steht etwas Köstliches auf dem Feuer. Ich kann es riechen. Gehen wir schnell rein. マリア、いい子にしてたか。こいつらは今度入った新兵の小僧たちだ。ずいぶん若いね。よろしく。ここで宿屋をやってるファビアンヌよ。マリアもちゃんと挨拶して。いらっしゃいませ。Warum hat er nicht Englisch flügeln? Maria, onegai dekiru kai? Wakatta. Kiite ta yori, modori ga hayai janai ka. Nani ka atta? Hei o na, zuibun oshinatta. Sokka. Masaka, Graias ga komochi to wa na?同じいつもすまないな。マリアのこと、もう少しだけ頼めるか。任せといて。今や、うちの看板娘さ。おやつ?この人に付き合わされて疲れたろう。とびっきりうまい夕飯、用意するからさ。飯が済んだら、上に行くぞ。Moment, die haben wen Löffel? Umakatta na. Tokuni ano niku. Yakeru yō na karasa ga tabeteru uchi ni kuse ni natte. Bidōdori no beniko sō yaki.あいつの故郷の名物料理だ。ここは組織の息がかかった宿でな。あいつには世話になりっぱなしだ。手駒が少ないとは聞いたが、本当に俺たちだけなのか。別動してる者もいると聞いてはいる。だが不在の間、訪ねてきた同士はいなかったそうだ。革命は。Ich bin aber synchron, oder? Test, Test. Ja. Lass mich checken. Gerade deswegen funktioniert es.
そこを逃せば狙える機会は他にない。大丈夫だ。ルイに近づくのは俺だけだ。お前たちは別の場所からルイの気を引いてくれ。その隙に俺が背後に回る。例の力は目立ちすぎる。当てにするなよ。怪物退治と人殺しは別物だ。獲物はこいつを使う。正気か？相手は凄腕の魔導士なんだぞ。俺たちも何か。ダメだ。邪魔になる。組みついて直に首をかっ切る。これが一番確実なんだ。僕がさ、Kopf abschneiden oder Kehle geht immer。隙さえ作れれば問題ない。Ich weiß nicht so recht。心配だけど。大丈夫だ。任せておけ。よかったらマリアに声をかけてやってくれ。一人で寂しがってるはずだ。一緒に寝てやらないのか。今夜は準備がある。部屋には近づけられない。完全に父親の顔だな。うん、悪い。俺は早めに休む。疲れ。もうみんな勝手ね。Ja, komm, wir spielen. けど、マリアを放っておくのもかわいそうだし、一応話しかけに行ってみる。どうする？ゆっくりしてって。どうかしたの？Spielen wir ein Spiel? Maria, du hast so genug. Moh, Jura, da, jo. So, ja, wo. Otto-san, ga, itte, da. Mesurashi, Hon, wo, motte, du, kara, misse, te, mora, e, te. Hon, ni, kyomi, ga, ara, no? Mada, mita, koto, nai, kara, donna, no, kana, te. Issho, ni, yomu.マリア、ここはもう大丈夫だから、上で遊んできな。いいの？今日もよく頑張ったからね。OK。本、読みたい。絵もいっぱい。本ってこういうのなんだね。Ich krieg's nicht aus den Augen raus. Chiba, ne? Fabiana-san, ne? So hat da noch. Mise no tetsudai ni mo yakudatsu kara tte. Hörst du ihn? Achso, er redete. Taihen da kedo. Nemo tanoshii yo. Ganbaru to homete kureru shi. Ureshii.お父さんには部屋に入るなって言われたけど、我慢もできるよ。無理はしてない。平気だよ。いつもだし。帰ってきたから今日は嬉しい。ありがとう。お話できてすごく楽しい。また一緒に遊ぼう。また遊んでくれる？じゃあ約束。お父さんの仕事を手伝うんでしょ？怪我しないでね。危ない仕事もあるって聞いてるから。Sie muss selbst Angst haben, aber sie ist trotzdem von ganzem Herzen um unsere Sicherheit besorgt. Marias gutmütige Art ist sehr tröstlich. Maria.彼女こそ、セリオ氏の美徳を心に宿す者。
彼女との絆を育てることで、あなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。ありがとう。Ella Archetyp. Ich verspüre die heldenhafte Verkörperung des Heilers in Maria. Ja, das ist klar. Otosan, schibaraku ouchi ni iru kana? Sugu ni owakare da to samishii kamo. Ich bin mir sicher, achso.これ、もう少しだけ読んだら、ファビアンヌさんのとこで寝るね。じゃあ、読んでいくね。この国では、寝た王様が、の声を聞いて、国の生活を守っている。ねえ、ここは何て書いてあるの？社会が国民を守る、これがこの理想郷の基本理念である。ね、誰もが平等で安全に暮らし、生活に貧富の差はない、故に争いもない、全員が助け合うべき仲間なのだ。つまり、みんな喧嘩しないで仲良く暮らしてるってことね。すごい。こんな場所、どこにあるの？ここでなら、仲間外れにされることもないんだよね。マリアも行ってみたいな。本、もうちょっとだけ読んでいい？こりゃ、当分寝られそうにないね。夜明けとともに大聖堂へ向けた葬列が始まる。王の棺が城を出発した。城下を練り歩き、最後に大聖堂まで運ばれる。お前たちは大聖堂で警備兵に紛れろ。合図したら騒ぎを起こしてルイの気を引いてもらう。兵隊に紛れるって、制服はもう。ファビアンヌに無理言って繕ってもらった。一晩でか。徹夜だろうに。どれどれ。昨日はマリアが世話になったな。また相手をしてやってくれ。すまんな。なかなか友達もできないみたいでな。ここを出たら別行動だ。分かってるな。大聖堂に着いたら警備兵を装い、中で騒ぎを起こす。こっちは大丈夫だからさ、心配しないで。お父さん。夜には帰る。いい子にしてるんだぞ。Ich weiß es nicht, also wenn der ein öffentliches Attentat vollführt. Mata Hunde mo Yomoka. Hontoni? Kaette kitara, minna de, issho ni yuhan o tabeyo. Ki o tsukete. Itte rasshai.Ja, sich jetzt nicht irgendwie vermummt oder so, sondern gleich abhauen kann. Sicher schwarz für ihn, dass der da irgendwie neben rauskommt. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird. Ja, das macht da gehen wir mal durch, nochmal an den Händlern.
Er will ja nicht durch. Also sie will ja nicht durch, was anderes. So, warte, ich will aber da lang. Okay, zu dem Laden kann ich also nicht. Nach Akademie. Oh, das ist der neue Archetyp. Er ist so freundlich, ihn mir vorzuführen. Ich krieg gar nicht mal was von ihr. Ich würde gerne eine Aufgabe geben. Was für eine Aufgabe denn? Sich furchtlos der Veränderungen zu stellen, die nicht nur die Form verändert, sondern auch den heldenhaften Kern offenbart, der in dir steckt. Das ist es, was hinter den Archetypen steckt. Die Helden des Königreichs haben alle einen Funken solcher Kräfte gezeigt. Aber nicht so ausgeprägt wie du. Leider sind sie in ihre Geschichten in Vergessenheit geraten. Ein einsamer Held ist kein Held, sondern nur ein Dissident. Sorry. Ohne die Hilfe anderer gehen seine Ideale im Fluss der Geschichte unter und sein Wirken bleibt unbemerkt. Das gleiche gilt für Archetypen. Ein Archetyp entfaltet seine ultimative Kraft erst, wenn du viele heldenhafte Verkörperungen erhältst und vereinst. Und wenn du was erreichst, wird mein Traum sich erfüllen. Bin mir sicher, gemeinsam können wir den ersten Schritt gehen, um die ideale Welt aus dem Roman umzusetzen. Auch für mich ist die Erforschung dieser Macht essentiell. Deine erste Aufgabe ist es, die heldenhafte Verkörperung Heiler auszubilden. Diese Aufgabe wird dir sicher die Gelegenheit bieten, die Fähigkeit, andere auf deiner Seite zu ziehen, zu verbessern. Also die Außenwirkung deiner königlichen Tugend. Du musst nur deine Aufgabe erfüllen und dann mit mir sprechen. Dann werde ich grenzlose Kenntnis erlangen. Ich mache es. Danke, dass du deine Entscheidung so schnell getroffen hast. In der Konfrontation mit deinem Erzfeind ist unausweichlich, nicht wahr? Egal was du planst und welche Tricks du versuchst, dann wirst du dich Graf Louis stellen müssen. Deswegen musst du neue und stärkere Archetypen erwecken und erforschen, wie sich ihre Kräfte gegenseitig ergänzen. Durch zufällige Begegnung kann ein Held wachsen und die Welt verändern. Als jemand mit den gleichen Idealen will ich auch an diesem Wachstum teilhaben. Dadurch wird meine Erinnerung langsam zurückkehren. Das Königssiegel, das sie unterdrückt, könnte verblassen. Beispielsweise Erinnerungen über diesen Ort und warum der König mich hier eingesperrt hat. Ich war schon erlangst du mehr Macht und ich meine Erinnerung zurück. Am Ende verwirklichen wir meine Utopie. Beide profitieren von dieser Abmachung, nicht wahr? Deine Bemühungen haben meine Forschung bereits vorangebracht. Jetzt kann ich mehr tun, um dir zu helfen. Wenn ein Archetyp eine Fähigkeit erlernt hat, könnte ich dafür sorgen, dass auch andere Archetypen sie erben können. Ich kann es dir jetzt halt zeigen. So werden deine Begegnungen mit anderen deine Kräfte noch weiter stärken. Lass uns diese schweren Zeiten gemeinsam angehen. Ich habe große Hoffnung für unsere zukünftigen Projekte. So, ich hätte jetzt gerne diagonale Hieb. Also macht halt auch nicht so viel Damage dann am Ende, ne? Suche Rang 20, 8000. Bis später, ne? そう。よし。また強くなったぞ。そう。Ja, ich muss allerdings ja, sollte ich aber lernen, weil wenn er ein Heiler ist, sollte ich vielleicht die Heile.
Ach, da kann ich auch so markieren. Ika? Miete iro? Wäre das um bestimmte Ausrüstung in Kirchen zu verbessern, okay? So, Heiler bin ich jetzt automatisch, ne? So, mal gucken, ob ich noch irgendwie bessere Ausrüstung kriege. Hey, Sie, Ella, Junge, Sie haben aber ein tolles Schwert. Nur mit der Ruhe, ich bin kein Halsabschneider. Ihr Schwert sagt mir aber, dass Sie ein Söldner sind. Ich hätte ein Angebot für Sie. Haben Sie Mag aus Kämpfen mit Monstern? Wenn Sie es sonst nicht brauchen, könnten Sie es bei mir eintauschen. Als Mag werden kleinste Splitter von Maklerkristallen bezeichnet. Ich kaufe sie für die Sanktische Kirche auf. Der Makler-Akkumulator da drüben sammelt es ebenfalls, aber ziemlich ineffektiv. Können das Zeug ohnehin nicht nutzen, also ist mein Angebot recht gut, würde ich sagen. Mag, das brauchen wir, um Archetypen in der Akademie zu studieren. Wenn du wirklich pleite bist, kannst du den Mag nur hier eintauschen. Jetzt brauchst du beides, also überlasse ich die Entscheidung dir. Ja, okay, verstehe. Das heißt, man kann die Ressourcen halt untereinander sich noch halt für Geld was nehmen können, aber. Achso. Sonst brauche ich nichts hier, ne? Ne, sonst ist es schwächer. So, ich glaube, es sieht gut aus hier. Sachen rausholen. Auch oh, Wiederbelebung ist zu teuer. Okay. So, dann mal los. Schon wieder beleidigt von Weitem. Stimmt zum Essen? Warum nicht? Ika.
Zeit, dass wir uns reinschleichen. Bereit? Yes. Bereit. Suche wir einen Ort, in dem wir uns unbeobachtet umziehen können. グライアスは見えるか。問題なさそう。けど肝心のルイがまだ。あ、見て！わ。なんだこれは。王家の花と知っての同席か。厳粛な弔いに王族以外が持ち込むなど、なんたるハレンチな。自分が王とでも言っているようではないか。けだものめ。愚かな王は死んだ。ここに居並ぶ貴族や宗教家どもに失望し、自らの弱さに打ちひしがれたのだ。言わせておけば。なんて言い草。狂ってる。葬儀の場でルイ様の言う通り、貴族どもが悪い。もっと言って。この国は今有史以来の危機にさらされている。すべての者に現実を見せてやる。あっ、でメンシェズ。壁の中で見る機会もなかったろ。これが人間だ。ただの噂ではない。今やこの国は人間の巣窟なのだ。ついに国境の砦までも人間に落とされた。じきに全土がそうなる。弱き王が招いた災いだ。ならば力ある者こそ新たな王にふさわしい。己貴様、謀反を起こす気か。王も継ぎ手もおらぬのに誰の謀反だというのだ。ならば冷然にて今決めよ。このルイ・グイアベルンこそユークロニアの新たな王であると。おい、どうした。な、何事だ。おお、この力、まさか。王宮が。王の魔法なのか。我が名はユトロダイウス五世。国王陛下。新たなる王の誕生を望むその願い、聞き届けよう。今ユトロダイウス五世と。まさか国王陛下。そんな陛下亡くなったのでは。なぜ。静まれ。言葉を拝聴せよ。我は宣言する。我が魂が真にこの世を離れる定めの日、今より夜旅の月が移ろいし後、来たる英雄の日、その日までに国民の信託を最も集めし者が次なる王となる資格を得るものとする。
王となる資格だと。神託を集める。どう聞く。我が魂は天空よりすべてを見通し、すべての者の心の声を集める。何人たりとも本心を偽ることはできぬ。なんだこれ。心の声、しかと見通したり。今この時、次なる王として最も神託を集めし者は。フォーデン様。ルイ様だ。ルイ様もいるぞ。王の候補だと。面白い見せ物だ。この私にも世継ぎとなる資格を与えるというのだな。口を閉じよ、ルイ。亡き陛下の弔いを汚すと、何たる狼藉。そなたが王になるなどありえぬ。ならば問うてみるか。ん？民草よ、フォーデンが王で本当に良いのか。今こそまやかしの教えから目覚めるのだ。生まれや種族など関係ない。私は命に危険なく世界を望む。従うなら人間の脅威から守ろう。幸福を取り戻そうではないか。聖教の教えは村を救わなかった。化け物相手にはどうしようもない。奴隷でも指示すれば守ってくれる。騙されるな。あいつはそんなやつじゃ。ねえ見て。おい、異心を惑わせよって。国難を、人間を打つ力なくして未来はない。この私と共に立ち、まやかしに反旗を翻す者、諸君らは守ってやる。だが従えぬ者は容赦なく殺す。たとえ誰であってもだ。それが王族であってもか。国を担えもせぬ王など大罪人よ。当然の報いだ。貴様、やはり奴が陛下と殿下を。ふざけるな、ルイ。お前みたいな悪党が王だと許されるわけない。国が滅びる。おい、誰だ。無礼者、王族殺しの好きにさせるかよ。そうだ。あ、アスンクロン。お前みたい。muss ich mal kurz korrigieren. Ich glaube, warum war mein...神の意志を力で積むことは許さぬ。我が力にて罰を下す。罰か。いい腕だ。亡き王族への忠義か。だとすれば皮肉だな。王は貴様が気に入らぬようだ。嘘。言ったはずだ。逆らう者は殺すと。まさか王の魔法をこんな風に使うとはな。いいだろう。あらゆる生まれの民よ、我が理想のもとに集え。理不尽で不毛ない世界からこの私が守ろう。ルイ様しかいねえわ。指示しなかったら殺されるはずよ。どちらもつくべきか。来たる英雄の日、我が審判により民の神託を最も集めし者が次なる王となる。あらゆる種族、身分、咎人、万民に大いに挑む権利がある。我が瞳は天空より全ての心を見通し、
望まれたる者の顔を石踏みにて示すであろう。何とたりとも阻むことは許さぬ。すべての地に伝えよう。古き遺物など不要。新たな王ルイ様の時代が来るのだからな。動くな。まったく死にたいやつばかりだな。ルイ様のありがたみを骨身に刻んでやる。Okay. こいつ、御所の遺骨で。私はルイ様からご用事を言いつかっていく。用事？マグラを蓄えるのに多少時間がかかりそう。それまでしばし聖堂に曲がりさせていただくとしよう。王の服もが開ける日が最悪の日となるだろう。邪魔しに来れば殺す。ひるむな。死者が蘇ることなどない。下法で人形のように操っているだけだ。来るよ、構えて。ach so, schade, ich dachte, ich kann das rumlaufen, die so schnell sind. なんなんだ、どうしてこんな。ちょっとストロール、しっかりして、敵が来てるよ。どうぞ、落ち着け落ち着け。俺、くそ、うまく集中できない。すまない。来るよ、構えて。距離を詰める。まずい。大丈夫、遠距離なく輝け。俺は、勘弁してくれ。何に参ってるストローが狙われたの。敵の猛攻が来るよ。Ah, ist trotzdem anfällig dagegen. Wo sieht man das nicht? Das ist zensiert. Wenn eine Keule auf dem Untoten einschlägt. Sagt ihr, Otto? Hey, was ist das? Hey, du nicht heute noch? Koko Niwa Botschinga Attana. Karen und Kuroa. So gut.かしこまりました。丁重に扱ってやってくれ。顔なじみなんだ、亡き陛下。いや、王子殿下のために正しいことをしたんだ。弔われるべきだ。私の名はヒュルケンベルグ。ヒュルケンベルグ。尋ねたいことがある。starker Name, guter Pirat。さっきの力。ただの兵士じゃないな。軍で教わる代物じゃない。そっちこそ誰だ。ただの兵士じゃなさそうだ。
私は騎士だ。警備兵を率いる身分ではないが、行きがかり上な。騎士？お前たちが偽物であることには目をつむろう。アルセスの知り合いらしいしな。アルセスって？話はあの男を捕らえた後だ。奴の狙いは中に安置された王爵に違いない。王爵を？お願いです、誰か来て。残されているのか。他にも大勢。いや、もちろんマックスはまだ。さっきの男と鉢合わせでもしたら。騎士として見過ごすわけにはいかない。ついて来られるなら来い。騎士様が素性の知れないものに頼るのか。戦えるなら身分は問わない。ここで帰ったらグライアスに顔向けできない。お前も来てくれ。え、自己反応。行くんだよね。俺のことを分かってきたようだな。骸骨どもに気をつけろよ。Was heißt denn? Demo geht echt lang.So, ich mache dann jetzt eben auch einen Cut wieder hier. Und dann müsste eigentlich der nächste Teil, dürfte wahrscheinlich der letzte sein dann von der Demo. Aber wie gesagt, ihr werdet es halt nicht merken, weil das die, weil die Videos so hochladen, dass es einen nahtlosen Übergang gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.